Mitte Februar fand die Schullandesmeisterschaften im Ski- und Snowboardcross in Gagellen statt. Und das höchstgelegene Dorf im Montafon präsentierte sich von seiner schönsten Seite. Traumhaftes Wetter, ein beeindruckendes Panorama und beste Pistenbedingungen warteten am Schafberg auf die 260 Teilnehmer von den unterschiedlichsten Schulen aus ganz Vorarlberg. Gestartet wurde in Viererheats. Im Gegensatz zum Weltcup fuhren die jeweiligen Rennläufer aber miteinander und nicht gegeneinander, denn die ersten drei Fahrer im Ziel kamen für die jeweilige Schule in die Wertung. Die schnellsten Schulen in den Kategorien Oberstufe und Unterstufe, Snowboard und Ski, jeweils männlich und weiblich, dürfen dann Vorarlberg beim Bundeswettbewerb vertreten. Die Schülerinnen und Schüler nahmen es aber nicht immer ganz verbissen. Der Spaß und das olympische Motto »Dabei sein ist alles« standen definitiv im Vordergrund. Die Crossstrecke hatte auch so ihre Tücken, was zu dem ein oder anderen Sturz führte. Im Ziel kamen dann aber alle heil an und die entscheidende Passage war die Schlussgerade. Wer falsch gewachst hatte, der ließ hier viel Zeit liegen. Die Nachwuchscrosser waren alle mit der eigenen Leistung und die der Kollegen zufrieden. Also ich war die Erste von der Gruppe, also Gott schon, ja. Ja, leider nicht so gut, ich habe nur einen Einzellauf gehabt, aber bin gestürzt in der zweiten Steilbahnkurve. Da hat es ziemlich so eine Rille gegeben, dort mit dem verkantet. Ich glaube ganz gut. Ja, mal gehörig. Zeit weiß ich nicht, ja, man wird sehen. Ja, ganz gut, ich bin Erstfahrer aus unserem Team. Auch die Gründe, warum die Schulklassen sich begeistert an den Ski- und Bordercross-Rennen beteiligten, lagen auf der Hand. Ich bin schon im Verein, also im Verband, Vorarlberger Skiverband, und habe mir gedacht, das ist sicher cool, mit anderen Schulen mitzufahren. Weil wir keine Lust haben in die Schule. Ein Tag lang schulfrei, ja. Weil ich beim VSV fahre und darum will ich da mal mitfahren, dass ich Erfahrungen sammle. Auch für die Lehrer stellte der Wettkampf eine Abwechslung dar und die eigenen Schüler waren natürlich bei allen die Favoriten. Ja, wir haben im Snowboard ein starkes Team gehabt, die sind kompakt, die ersten drei kompakt rein. Also das dürfte sich um Medaillenränge handeln. Da sind aber ganz wilde Hunde dabei, die neben dem Boarden und Skicrossen noch diverse andere Sportarten machen. Auf der Longboard sind sie gewaltig unterwegs und das sind echte Speedburschen. Im Anschluss an das Rennen wurden die Kids beim Sponsor Hyperbank Vorarlberg verpflegt und konnten bei einem Gewinnspiel Kinogutscheine oder auch ein Sparbuch abstauben. Wer noch weiter Skifahren oder Boarden gehen wollte, der konnte natürlich auch die perfekten Verhältnisse in Gagellen noch ausnutzen. Backe, Bosse, 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 Bosse.